Das Klimapaket ist auf dem Weg. Am Mittwoch billigte das Bundeskabinett die Planung, mit denen das Land den Ausstoß von Treibhausgasen, allen voran von CO2, eindämmen will, und zwar bis zum Jahr 2030 um 55% im Vergleich zu 1990. Der ganz große Wurf ist das Paket vielleicht nicht, das mag schon sein. Und dennoch hat sich Deutschland als große Industrienation aufgemacht, mit gutem Beispiel voranzugehen. Die Grundidee dabei, die Menschen im Land nicht überfordern, und das ist auch richtig so. Es ist deshalb richtig, weil die Klimadebatte, gerade von Seiten der Grünen, aber auch von vielen, die gerade für mehr Klimaschutz protestieren, allzu eng geführt wird. Mehr Bahnfahren, Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel, keine Ölheizungen mehr, das ist alles gut und richtig. Aber wer zahlt die Zeche? Der ländliche Raum bleibt nämlich in der Debatte allzu oft außen vor, doch genau hier leben die allermeisten Menschen in diesem Land. Und die wollen sich natürlich nicht dafür bestrafen lassen, etwa, dass sie einen öffentlichen Verkehr nicht nutzen, den es überhaupt nicht gibt. Das Bemühen, Spaltungen und gesellschaftliche Verwerfungen zu vermeiden, ist richtig. Und anstatt Verbote auszusprechen, sollte es auch noch mehr als bisher um Anreize gehen. Das gilt für die Entwicklung und Einführung neuer Technologien genauso wie für das Verhalten eines jeden Einzelnen. Mit ideologisch radikalen Maßnahmen wird es nicht gelingen, die Menschen für das Projekt Klimaschutz zu gewinnen. Und das würde dann dem Klimaschutz am allerwenigsten nutzen.